Schiff in Sicht. Ein unbekanntes Schiff nähert sich, Sir. Es sieht genauso aus wie das von gestern. Halten Sie drauf zu. Kanoniere bereit machen, aber erst feuern, wenn ich den Befehl gebe. Ich rufe das namenlose Schiff. Hier spricht Captain Hawkins von der Königlichen Marine. Sie befinden sich in königlichem Territorium. Ich fordere Sie auf, beizudrehen. Identifizieren Sie sich und nennen Sie Ihre Absichten. Sieht nicht so aus, als ob die vorhätten zu antworten, Sir. Namenloses Schiff, ich wiederhole. Kap, Sie richten Ihre Kanonen auf uns aus. Steuermann, bringen Sie uns hier weg. Dieser metallanischen Schiffe sein, die ständig unsere Grenzen verletzen. Aber wie kommt es hierher? Vielleicht versuchen sie, einen Brückenkopf einzurichten, wer weiß. Jedenfalls können wir jetzt in Erfahrung bringen, wie stark diese Monster wirklich sind. Der Metallaner verfolgt uns nicht weiter, Sir. Er hat anscheinend tatsächlich Respekt vor den schweren Geschützen von Regina. Schön, wenn man wenigstens manchmal richtig liegt. Notieren Sie seinen Kurs, Mr. Onyx. Wir legen gleich an. Ich glaube, sein Ziel ist der Darkshire Nebel, Sir. Wenn wir ihm das nächste Mal begegnen, will ich ein paar Asse im Ärmel haben. Mr. Onyx, veranlassen Sie die nötigen Reparaturen. Ich muss dem Stützpunktkommandanten Bericht erstatten.
Sein Bericht versetzte den Marineposten Regina in Panik. Ein metallanisches Schiff, das so weit auf königliches Territorium vorgedrungen war, ließ den Kampf gegen die geheimnisvollen Angreifer in einem ganz anderen Licht erscheinen. Die Admiralität fürchtet, dass die Eindringlinge beabsichtigen könnten, die Unterzeichnung des Friedensvertrages zu sabotieren, die in wenigen Tagen im Parlament stattfinden sollte. Das Königreich kann sich aber ein Wiederaufflammen des Krieges gegen die Prokionen momentan nicht leisten. Die Admiralität hat meine kurzen Begegnungen mit den Metallanern als Kampferfahrung mit dem Feind eingestuft. Deshalb habe ich das Kommando über eine Fregatte erhalten, mit der ich den metallanischen Vorposten in dieser Gegend ausfindig machen soll. Ich hoffe, dass ich das Vertrauen nicht enttäuschen werde. Wir brauchen schnell Antworten.